Überall, wo Volksdeutsche wohnen, heißen sie unsere tapferen Soldaten mit dankerfülltem Herzen willkommen. Die Schreckenstage des polnischen Terrorregimentes sind für sie endgültig vorüber. Alle Zeichen der Fremdherrschaft werden schnell beseitigt. In den meisten Dörfern und Städten haben die Polen beim Rückzug sämtliche Häuser und Höfe in Brand gesetzt. In unaufhaltsamer Verfolgung rücken die deutschen Truppen nach. Oft trifft sie unerwartet aus dem Hinterhalt das wohlgezielte Feuer aufgehetzter Elemente aus der polnischen Zivilbevölkerung. Diese feigen Heckenschützen und Franktiröre waren auch meist die Rädelsführer der zahllosen Bluttaten an wehrlosen Volksdeutschen. Sie werden überall sofort verhaftet und ihrer gerechten Strafe zugeführt. In den großen Gefangenenlagern wird das polnische Mordgesindel den misshandelten Volksdeutschen gegenübergestellt. Hier erkennt einer von ihnen den Mörder seines Bruders. Hier der berüchtigte Meuchelmörder von Konitz, der schwer verwundeten deutschen Soldaten die Augen ausgestochen und sie auf bestialische Weise zu Tode gequält hat. Diese auch von neutralen Ausländern beglaubigten Untaten werden von England glatt abgestritten. Dafür wärmt die feindliche Lügenpresse ihre alten Gräuelmärchen aus dem Weltkrieg wieder auf. Wie damals behaupten sie auch jetzt, die Kirche vom Hellen Berge mit dem Bild der schwarzen Madonna von Czernstochau sei von den deutschen Barbaren zerstört worden. Diese lange nach der Besetzung Czernstochaus aufgenommenen Bilder beweisen die Unversehrtheit des katholischen Heiligtums. Während unsere Truppen in den deutschen Grenzbefestigungen im Westen die Gegner in Schach hielten, haben die fünf Armeen der beiden deutschen Heeresgruppen den polnischen Feind an der ganzen Front weit zurückgeworfen und in seinen einzelnen Teilen voneinander getrennt. Auch die polnische Korridorarmee, die Danzig erobern sollte,
wird durch die pommerschen Heeresgruppen abgeschnitten und in der Tucheler Heide umzingelt und vernichtet. Besonders zäh wird die Westerplatte verteidigt, die als polnische Zwingburg mitten auf Danziger Gebiet festungsmäßig auf das Äußerste gesichert und mit Waffen aller Art gespickt ist. Deutsche Kampfflieger belegen diese Widerstandsnester mit Bomben. Schleswig-Holstein nimmt die Westerplatte unter Feuer. Die Beschießung.